Liebe Mapnerinnen und Mapner, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Mappen mag dich, heute mit dem Thema Mappen mag Kultur. Wir sind eingeladen vom Heimatverein, mein Mitstreiter Matthias Warmes, der die Fotostreifzüge schon bisher sehr kreativ gestaltet hat und die Bilder ausgewählt hat. Mein Name ist Thomas Golkowski und wir haben jetzt verschiedene Ausschnitte aus Mappener Stadtbereichen für Sie zusammengestellt, um Ihnen dort Bilder zu zeigen. Heute ist die Burg, das Zeughaus an der Reihe, dort wo heute das Haus Sanders steht. Und vielleicht, Matthias, fangen wir mit dem ersten Bild an, das die Burg mit einem Storchennest zeigt. Ja, genau. Die Paulsburg, die wurde 1374 errichtet vom Bischof von Münster. Der war damals Landesherr in Meppen. Und dann wurde die Burg größtenteils 1752 abgebrochen. Übergeblieben von der Burg ist dann nur das Torhaus, das zweigeschossige Gebäude mit dem Storchennest. Daran werden sich noch viele ältere Meppner erinnern, dass also jeden Frühling die Störche wieder in die Altstadt kamen. Hier nochmal ein anderes Foto, wo man auch das Storchennest oben erkennen kann. Der Giebel rechts daneben gehörte damals zur Bäckerei Altmeppen, die in der Burgstraße war. Und dann haben wir auch noch mal ein Foto, wo die Karfreitagsprozession gerade hier um die Ecke kommt, vom Markt her Richtung Gymnasialstraße. Im Hintergrund ist dann wieder das Torhaus zu erkennen. Vielleicht springen wir noch einmal zu den Störchen zurück. Die Störche waren regelmäßige Besucher. Genau, in der Altstadt gab es meines Wissens lange Zeit nur noch das eine Storchennest. Früher gab es noch eins auf der Straße oder in der Straße Uppenbüld. Aber als dort umgebaut wurde, war das dann verschwunden. Und auf der Paulsburg, auf dem Torhaus, war dann das einzige Storchennest in der Innenstadt. Okay. Und die Karfreitagsprozession, da war das Torhaus bzw. der ehemalige Standort der Burg auch, wie ja eigentlich bis heute, ein Teil der Strecke. Ganz genau. Ne? Die Strecke ist, glaube ich, seit vielen hundert Jahren mehr oder weniger unverändert geblieben. Prima. Dann wollen wir uns das nächste Bild ansehen. Das zeigt die Burgstraße bei Hochwasser. Genau, 1946, das große Hochwasser. Da war ja die gesamte Altstadt mehr oder weniger unter Wasser und auch der Bereich hier der Burgstraße. Ja, genau, genau. Prima. Gehen wir weiter zur Ansicht des Torhauses von Norden. Genau, das ist sozusagen von hinten aus gesehen, vom Garten Sanders aus. Die Perspektive kennt man eigentlich relativ selten und zeigt auch so, wie alt das Gebäude war. Viele Jahre waren in dem Gebäude unterschiedlichste Nutzungen. Da war über mehrere hundert Jahre das Gefängnis untergebracht. Auch da war Gose Sienken als Häftling inhaftiert. Frauen und Männer wurden dort gefangen gehalten, was heute auch eher undenkbar ist. Die Zustände müssen ziemlich miserabel gewesen sein. Da gibt es alte Quellen, die berichten, wie die Situation damals war. War wohl recht feucht und kalt, also sicherlich kein Vergnügen dort einzusetzen. Und trotzdem wurde an gleicher Stelle Jahre später auch unterrichtet. Genau, einige Räume wurden auch als Verwaltungsräume genutzt wohl und die wurden dann auch mal zu unterschiedlichen schulischen Zwecken genutzt. Die Ackerbauschule, die landwirtschaftliche Schule, die hat dort wohl ihre Anfänge und auch andere Schulen haben dort mal vorübergehend wohl unterrichtet. Prima. Ja, dann gehen wir weiter und sehen an der Burgstraße das Zeughaus und den Garten Heidfeld. Genau, im Vordergrund ist quasi der Garten Heidfeld, das ist der Bereich, wo heute der Parkplatz neben Fahrrad Janknecht ist, okay. So ungefähr. Und dann gucken wir quasi rechts, wo man den Giebel so leicht geschwungen noch sieht. Das gehört mit zum Zeughaus, wo die Familie Sanders ja wohnt. Und links war dann das Torhaus. Und ungefähr in der Bildmitte, wo wir die beiden größeren Sprossenfenster haben, quasi über dem Kopf des Kindes dort, da war noch so ein Quergebäude an das Torhaus rangebaut worden. Das war ein reines Verwaltungsgebäude. Da waren die Verwaltungsmitarbeiter des Herzogs von Arenberg untergebracht. Das ist, glaube ich, 1852 errichtet worden. Mhm.
Und zur Familie Heidfeld, kannst du da auch noch Auskunft geben oder ist da... Ja, die Familie Heidfeld, die hat mehrere Jahre dort in der Burgstraße gewohnt. Wenn ich das richtig weiß, war das Wohnhaus allerdings auf der anderen Straßenseite, quasi in der Ecke, wo es dann zur Bastelecke rumgeht. Okay. Aber da würden wir dann noch beim Thema Burgstraße auch etwas näher drauf eingehen. Prima. Dann springen wir zum nächsten Bild. Zeigt den Wall bzw. das Torhaus und die Rentei vor 1931. Genau, hier sieht man diese herrliche Gartenanlage, die auch heute hier noch bei der Familie Sanders vorhanden ist, weitgehend. Vielleicht interessant nochmal, also als die Burg 1752 abgebrochen wurde, also die Burg bis eben auf das Torhaus, da wurde dann als Ersatz das Zeughaus errichtet. Man findet auch noch das Wappen des Fürstbischofs von Münster im Innenhof des Zeughauses. Mhm. Und das Gebäude hatte dann die Funktion, dass die Besatzung, die in der Festung Meppen war, dort ihre Materialien, ihre Waffen und so weiter unterbringen konnte, ihr Zeug. Mhm. Deswegen dann Zeughaus. Und das Objekt wurde dann später von Privatpersonen erworben. Zunächst war das wohl der Kaufmann Frier, der auch als Bürgermeister bekannt ist. In Esterfeld gibt es auch eine Bürgermeister-Frier-Straße. Also Frier mit Y, genau. F-R-Y-E. Ganz genau, richtig. Und während der französischen Besatzungszeit, 1811, 1813, hat dort auch wohl der französische Statthalter, das war wohl ein Prinz, irgendwie noch verwandt mit Napoleon, dort auch residiert. Also ganz berühmte Bewohner Meppens. Genau, das kann man so sagen. Vielleicht aus heutiger Perspektive noch eine Anmerkung. Dieser Blick, den darf man ja bei Waldspaziergängen relativ regelmäßig noch genießen. Insofern werden diesen Blick viele Meppner kennen. Ja, genau. Und zum Torhaus nochmal. Das ist dann 1964 abgebrochen worden. Baulich war es marode und den historischen Wert hat man damals auch nicht erkannt, hielt das nicht für erhaltenswürdig. Und dann ist das also vollständig beseitigt worden. Und auf der Stelle, wo das Torhaus stand, ist dann ein Neubau errichtet worden, in dem lange Jahre dann ja die Deutsche Bank untergebracht war. Ja. Heute die Barmer Ersatzkasse. Ja, genau. Mhm. Dann kommen wir jetzt nochmal zum Zeughaus. Das Zeughaus wurde 1902 dann von dem Bauunternehmer Heinrich Sanders erworben, der dann hier auch sein Baugeschäft eingerichtet hat. Man sieht hier im Vorgarten lagern etliche Baumaterialien. Die Gebäude sind aber im Wesentlichen so, wie sie sich heute auch noch darstellen, was vielleicht auffällig ist. Hier sind die Fassaden noch verputzt. Heute sind die verklinkert. Also das ist also nachträglich passiert. Ja. Wobei den Charakter der Gebäude kann man sehr gut erkennen, ja, wahrnehmen. Gleich kommen wir auch noch zu etwas aktuelleren Bildern, wo das nochmal deutlich wird. Ja. Hier nochmal ein Foto, auch aus der Zeit, als das Baugeschäft dort noch war. Ja, ja, ja. Das ist schon ein Eindruck, ein Bildeindruck, den viele Meppner heute auch noch so im Kopf haben. Ja, und hier kann man auch das Wappen des Fürstbischofs Clemens August erkennen, wenn man hier durch das Tor hindurchblickt. Ja, über der Tür. Genau. Mhm. Ja, hier nochmal eine ähnliche Perspektive. Hier ist schon der rechte Giebel verblendet worden. Ja. Und auch hier gab es dann das Hochwasser von 1946. Hier kann man über dem Bogen noch ein Schild erkennen, das weist darauf hin, dass dort nach dem Krieg die britischen Besatzer einen Offizierstreffpunkt eingerichtet hatten. Das Gebäude war repräsentativ und von daher auch für die Briten interessant. Für gastronomische Zwecke genutzt oder nur zum Treffen und Austauschen?
Also wenn ich so das Schild richtig deute, könnte dort wohl ein Bad eingerichtet sein. Mhm. Aber wie das genau war, also auf dem Foto war allenfalls ein Freibad dann vorhanden. Ja, dann ein etwas neueres Bild. Das Baugeschäft ist weg und ein ansprechend gestalteter Vorgarten erkennbar. Ja. Ja. Und dann noch einmal die Rückseite des Zeughauses mit der privaten Terrasse der Familie Sanders. Quasi wieder aus Blick des Walds. Ganz genau. Oder aus dem Garten heraus vermutlich fotografiert. Ja. Ja. Herr Sanders hat uns übrigens diese Fotos im vergangenen Jahr zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns immer, wenn wir für unser Fotoarchiv wieder Aufnahmen aus Privatbesitz bekommen. Ich denke, das sind oft so spannende Dinge, die unbedingt für die Nachwelt zu erhalten sind. Ja, das denke ich auch. Ja, und dann nochmal ein neueres Foto von 1974. Das ist offenbar gemacht worden vom Turm der Sparkasse, würde ich vermuten. Mhm. Weil man kann ganz links unten kann man die Ecke vom Amtsgericht wohl erkennen. Genau, von dem, das war schon das neue Amtsgericht mit dem Waschbeton. Genau. Ecke. Und man kann hier auf dem Foto noch schön erkennen, dass also die arenbergische Rentei damals auch noch nicht ganz so schick war. Da ist mal irgendwann ein kleinerer Anbau abgebrochen worden. Das ist alles noch gar nicht wieder so richtig neu gestaltet worden. Und im Hintergrund kann man auch noch das Lyzeumgebäude erkennen. Dieses dreigeschossige Gebäude, was hinter dem Zeughaus steht, mit dem langen Gebäude Richtung Wall. Am Horizont die Kirchtürme, Propstei und Gymnasialkirche. Genau, und dann weiter rechts in der Mitte die Bastelecke, das Gebäude da von Friese. Ja. Und ganz rechts haben wir dann dieses Behördengebäude, wo das Katasteramt und das Gesundheitsamt damals untergebracht waren. Ja, ja, prima. Dann bedanke ich mich, Matthias, für die Auswahl der Bilder. Und wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Der erste Online-Streifzug, den wir im Rahmen des YouTube-Kanals Mappenmarktig hier gezeigt haben, und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder unsere Zuhörer und Gäste sind. Ja, vielen Dank.